Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die nach dem Blutmond, wenn wir uns nicht irren. Es ist bei uns schon ein bisschen her mit den Aufnahmen. Wir haben es aber, glaube ich, ganz gut überlebt, aber sie waren schon wieder in der Base und wir wissen immer noch nicht, wo, warum, weswegen und weshalb. Können die mittlerweile echt so hoch springen? Das kann doch eigentlich schon gar nicht mehr sein, oder? Keine Ahnung. Ich werde die Mauer hier nochmal zwei, drei höher machen und von außen noch was dran klatschen, dass die da vielleicht auch nicht hochkrabbeln können. Es gibt ja nun mal auch Krabbler und so. Vielleicht hilft das. Na? Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe 310 Steine. Das heißt, davon habe ich genug. Ups. Jetzt bin ich schon wieder in einem anderen Spiel drin. Ich habe noch Pflastersteine, das ist gut. Dann kann ich damit wenigstens noch aufwerten. Eine Schaufel. Ach ja, hier, eine Eisenschaufel für uns beide. Habe ich ja gemacht. Wo bist du? Bin drin, bin gerade im Aussortieren und Einsortieren. Und Ich schmeiß dir hier meine Eisenschaufel hin. Nur, dass du Bescheid weißt. Also, wo ist sie denn da? Nehme ich sie gleich mal mit. Besser ist das. Nur für den Fall der Fälle. Dass sie verschwinden sollte. Das kommt hin. Fressi. So, die AK kommt dann. Was? Ach, der hat schon wieder Durst und Hunger. Kaum im Spiel Durst und Hunger. Alter, Macker. Geh mir nicht auf die Nüsse. So. Das ist ja schlimm mit dir. So. Das kommt weg. Rohrbomben nehmen wir erst wieder zum Blutmond mit rein. Boah, dann kann ich ja die. Wo ist denn die? So. Ach da. Okay, ach, die ist wirklich schlechter. Und die hat sogar noch eine Mod drin. Da müssen wir die mal eben verändern. Mod rausnehmen. Abschließen. Dann. Abschließen. Können wir das Ding zerlegen? Achso, was ich ganz vergessen habe. Vielen Dank und liebe Grüße an Thilo. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und dasselbe geht auch nochmal raus an Sandra. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung, ihr kennt das, PayPal-Linke. Da würde ich mich sehr freuen. Weg. Kann weg. Erstmal wieder klarkommen hier, echt. Erstmal wieder klarkommen. Also ich baue nochmal die Außenmauer höher. Das ging mir echt tierisch auf den Sack, dass sie in die Base gekommen sind. Die haben sich auch nicht irgendwie durchgegraben, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht gleich nochmal gucken. Also ich kann ja schon mal anfangen. Ich gehe mal einmal nochmal den Graben ab. Ich glaube, das habe ich zwar schon mal grob gemacht. Hier haben sie es versucht. Hier ist ein großes Loch, aber da sind sie nicht durch. Das heißt, wir sollten die Außenmauer vom Graben vielleicht auch nochmal machen. Hier an der Mauer waren sie nur ab und zu mal kurz. Haben dann aber gemerkt, nee, das dauert mir zu lange. Bis ich mich da durchgehauen habe. Anscheinend. Wirklich nicht viel Schaden. Hier haben sie einen rausgekloppt, sehe ich gerade. Da hatten sie Bock. Sind sie wohl irgendwie durchgeschlüpft. Nee, da ist ja hinter noch eine Mauer. Also. Dann weiß ich auch nicht. Dann müssen sie ja echt wieder rübergesprungen sein. Oder sind sie durch deinen Graben vielleicht gekommen? Hast du mal in deiner Mine geguckt, ob sie sich da irgendwo durchgegraben haben und dann. Da wollte ich eh nochmal gucken. Bin gerade unten, ich guck gerade rein. Ne, hier ist aber kein extra Loch. Ja.
Dann hat man uns in die Kommentare geschrieben wegen Helmlicht mit der Mod, die du das hast. Das sollte eigentlich funktionieren. Hast du eine Mod? Ja, F drücken. Ja, hab genau. F gesagt. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal so eine Mod, ne? Damit ich auch Helmlicht habe. Ja, ich gehe mal los, ne? Wenn du möchtest. Oh, scheiße. Oh, diese ganzen Gräben hier. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich habe auch überlegt, dass wir unseren vorderen Kram vielleicht auch nochmal komplett höher ziehen. Benzin dabei. Was soll denn das? Vielleicht finde ich auch unterwegs was. Ja. So, bisschen Reparaturarbeiten hier. Oh, das Benzin drin, auch gut. Ja, hatte ich aber eigentlich gesagt, dass ich immer Benzin da reinmache. Aber ist auch schon länger her. Ja, das stimmt. Das ist schon ein paar Tage her. Hey, Johnny Boy. Ich hab dir mal eine Dings geschickt, aber zwischendurch auch schon, ne? Ach so, ja. Mhm. Jedes Mal dasselbe. Okay, hier ist alles heil anscheinend. Also ein Bauhelm mitbringen, da ist auch Licht. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Was weißt du, bist gestorben? Ja. Ich stand. Habe ich vielleicht Schaden gekriegt von den Spikes oder so? Das kann sein, ja. Aber warum? Das zeigt er mir doch eigentlich an. Oder war ich vergiftet? Eigentlich. Vielleicht war ich auch noch vergiftet und hab das gar nicht geschnallt oder so. Muss ich nachher mal in die Aufnahme. Das kann auch sein. Muss ich nachher mal in die Aufnahme. Kommst du mal zu mir? Ich habe eine Helmlichtmod für dich. Ja, wo bist du denn ungefähr? Achso, 30 Meter. Warte mal eben. Wie war denn das noch? Ach, jetzt weiß ich nicht mal mehr den Knopf, wie ich komplett das Inventar leer gemacht habe hier. Da bist du. F, E? Wo ist ich denn jetzt? Da. Bin schon. Dankeschön. Jetzt echt hier Schaden genommen eben? Strange. Traum. Ja, aber wie gesagt, eigentlich sieht man das doch, oder nicht? Wenn man Schaden kriegt. Er fängt doch immer ganz hart an zu stöhnen. Andere sehen das. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Oh, der Loot ist auch da. Der Loot ist auch da. Das ist natürlich toll. Passt, ich fahre so gerade in die Richtung. Gut. Na, ja, ich mache jetzt erstmal Reparaturarbeiten. Ja. Die haben ja doch ganz schön viel kaputt gemacht. Machen wir erst zum Loot. Gottes. Ach ja, hier habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen das Loch zugemacht. Ich erinnere mich. Aber nur ein bisschen. Ich wollte gerade was fragen, aber das lasse ich lieber. Hau raus. Fragst du dein Frauchen auch immer, ob du mal ein bisschen das Loch zumachen darfst?
Natürlich. Ist das nicht romantisch dann sogar? Der ist gerade so bildlich vor. Der noch unberührt? Der ist noch unberührt. Oh. Nix drin. Egal. Liegt noch so viel. Ja, ich glaube, das ist so kacke. Da sehe ich nicht so gut. Wir machen das mal auf die normale Art. Ich habe mir übrigens ein bisschen überlegt, warum die hier sich durch unseren Eingang im Endeffekt geprügelt haben, weil wir da natürlich eine Leiter hingemacht haben. Ja. Die wollen ja auf dem schnellsten Weg zu uns nach oben. Mhm. Das war so ein bisschen der Grund. Das heißt, ich mache jetzt hier auch noch einen Graben hin. Und alles noch mal ein bisschen höher, damit sie nicht nach oben wollen, sondern durchs Haus. Okay. Soweit auf jeden Fall meine Theorie. Ja, und dann, liebe Leute, gibt es diesen Monat, wenn es nicht sogar schon läuft. Ich muss mal überlegen, wann kommt denn jetzt diese Folge? Ich glaube, wir haben heute Samstag. Und Sonntag? Ja, wenn die Folge rauskommt. Ach so, dann kann Samstag sein. Ja. Ich glaube, ja. Dann könnte es sein, dass schon auf meinem Kanal schon wieder zwei neue Let's Plays sind. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Das ist einmal Little Nightmares 2 und Super Mario Bowser's Fury. Ich denke, ich werde meinen Spaß haben. Also ihr dürft da gerne mal reingucken. Ja, und sorry, wenn ich heute ein bisschen ungesprächiger bin. Ich bin ganz schön im Arsch. Nicht viel geschlafen letzte Nacht. Wieso nicht? Hast du dich ja gestoppt, oder? Ein Gentleman genießt und schweigt. Okay. Hätte ja sein können. Ja, eigentlich waren wir einfach nur lange wach. Ein bisschen was getrunken. Also ich gar nicht so viel, weil ich ja wusste, dass ich heute Aufnahme habe. Ich habe einfach nur ein, zwei Alsterwasser getrunken. Hat es auch richtig geben können. Ja, aber meine Frau hat ordentlich genascht. So Weinschorle, Uso. Na denn? Sag mal, wo... Der rennt da gegen den Felsen. Schaufel. Aber jetzt auch nicht unbedingt hier. Der muss auch noch. Ja, da muss ich mich wahrscheinlich wirklich nochmal daran machen. Komplett unser Haus im Graben zu ummauern. Ja. Ruhig mir einfach rein. Ah, nicht genug Ausdauer. Mhm. So, ist leer hier. Hab ich noch Käffchen? Wie, ich hab kein Käffchen mit? Digga, ich bin hier. Oh. Was? Du bist hier? Ja, ich rede mit dem Zombie hier. Ich höre hier auch irgendwas laufen gerade. Wieso ist denn hier alles leer? Waren wir hier schon drin, ne?
Ich weiß ja nicht, wo du bist. In irgendeinem Gebäude. Das ist ganz merkwürdig. Wo bist du? Bist du das? Oh. Das muss schon eine Kollege gewesen sein. Ja, ich tippe jetzt einfach mal, das war er. Gott sei Dank, mach nicht so einen großen Sprung. Du brichst dir nur wieder das Bein. So, hier wollte ich auch noch mal gucken, ob das alles so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ach nee, da wollte ich ja noch... Hier wollte ich noch... Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Eisen. Boah, hier ist Eisen. Nehmen wir mit. So, dann kommt da halt wieder ein Dings rein. So, fertig. Das muss ja hier nicht schön aussehen, sondern einfach halten. Genau, hier wollte ich den Graben nochmal anpassen, weil ich hier eine Nummer tiefer gehen musste. Oder ich gehe hier einfach mal ein bisschen eine Nummer höher, weil ich ja bei uns sowieso auch höher machen will. Das könnte ich natürlich auch nochmal machen. Ach, das ist alles noch so in den Kinderschuhen noch. Ich hier mal rein, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder Schaden nehme. Also sie haben sich schon ein bisschen weniger an diesen Mauern vergriffen, aber wahrscheinlich, weil sie sich durch das andere Ding da durchgeprügelt haben. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ganz gut haben, ja. Komm her. Mensch, du. So Ärger. So, dann dürfte jetzt alles repariert sein. Also hier von den Gängen her müsste alles repariert sein. Ist noch was? Wie auch immer sie hier hingekommen sind, ach, bestimmt ein Spucker oder so. Ups. Ups. Andere Seite noch mal gucken, aber dann haben wir, glaube ich, von außen so mal schon mal so alles Nötige repariert. Treppe ist so gut wie heil. Oh.
Sag mal, du hast doch Photoshop jetzt, ne? Ja, ich habe so einiges. Ja, Tripper. Auch. Nee, was denn? Ja, habe ich. Was warum? Kannst du das für mehrere PCs nutzen oder ist das nur für einen? Das ist nur für meinen. Ich war ein User. Schade. Ja gut, für einen User klar. Aber manchmal kann man das ja so für zwei PCs nutzen, wenn es derselbe User ist. Also so teuer ist. Photoshop selber ist ja nicht teuer, das sind 12 Euro nicht mal im Monat. Ja. Ja, meine Frau hat mir für dieses Jahr keine und Sachen mehr erlaubt. Nee? Ja, wir stehen ein bisschen schlecht da gerade jetzt, auch durch Corona, weil sie ja auch nicht arbeitet. Ja, klar. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Deswegen, also das Spiel zum Beispiel, oder eins der Spiele konnte ich mir auch nur leisten, weil von der guten Sandra nochmal Unterstützung kam, ja, über PayPal, und somit konnte ich mir dann noch das Mario vorbestellen. Und Little Nightmares habe ich eh über so Geburtstagsgutscheine, ne, über deinen zum Beispiel oder so bestellt. Ja, ich sag mal so, es ist, man braucht es nicht unbedingt Photoshop, ne? Also du kannst hast genau die gleichen Funktionen im Endeffekt wie bei Dings ja auch drin. Vielleicht ein bisschen vereinfacht. Ja, genau, eben vereinfacht. Also gerade das Ausschneiden von Personen ist bei GIMP immer eine ganz schöne Aufgabe, sag ich jetzt mal. Also das ist immer schon nicht ganz so einfach, leider. Oder auch, ich kriege das jetzt zwar immer schon ganz gut hin, irgendwie so was aus dem Hintergrund rauszunehmen, wie jetzt Schrift oder hier auch mein Pfeil oder mein, wie heißt denn das hier, der ganze Scheiß? Ich kann schon wieder nicht sprechen, ey. Zu wenig geschlafen. Das Gebiet. Ich habe das Gebiet doch gesäubert. Ach nee, habe ich nicht. Irgendwo hier draußen ist noch irgendwo einer. Mein Gott. Was nun? So, ich glaube, die Reparaturarbeiten sind jetzt echt gleich durch. Da ist noch was. Ja, muss ich das hier bald wieder einreißen? Um zu sagen, ich mache es höher. Ja, dann fangen wir mal an. Am besten hinten. Mal schon mal die Mauer noch mal 2-3 höher zu machen. Wie viel weiß ich wirklich noch nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen 2. Und dann von außen noch irgendwie Gitter oder einfach noch Schrägen ran. Dass sie sich da nicht hochpeitschen können. Schön ist natürlich, weil ich eben gestorben bin, ist jetzt natürlich wieder alles gut, ne? Also, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst. Herrlich. Das ist gut. So. Jetzt echt die Frage, reicht das? Das sollte reichen, oder? Nee, nicht Rotation E war das, ne? Nee, wie war denn das jetzt schon wieder? Ich weiß, Q. Auch nicht.
Doch, mal Rotation. Shape, klar. Warum? Weil ich behämmert bin. So. Achso, ich habe ja noch das Auto unten, ne? Der Moped. Der kann auch noch was reinpacken. Auf welchem Level spielen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Ein Schlag und die Gegner sind tot. Wir sind jetzt natürlich auch schon ein bisschen... Boah, das war knapp. Gut drauf, ne? Muss man auch mal sagen. Was ist das? Nein, jetzt habe ich es nochmal gedreht, ich Ochse. Säubere das Gebiet. Es ist doch gesäubert. Hier ist doch keiner mehr. Vielleicht versteckt sich da noch irgendwo einer. Nee, kann ja nicht. Ich kenne das Gebäude ja. Ich war jetzt oben auf dem Dach noch gewesen. Da habe ich eigentlich auch alle fertig gemacht. Okay. Weil da der Hauptloot war. Sonst ist hier keiner mehr. Gehen wir mal nach oben. Mehr. Das ist ja strange. Ein bisschen. Hier liegt auch keiner. Gut, da sind noch zwei Taschen, die kann ich noch mitnehmen. Aber Gegner an sich sind hier keine mehr. Kann ich dir auch nicht sagen. So, die Folge ist aber vorbei. Liebe Leute, in der nächsten Folge mache ich das hier einmal fertig. Da bauen wir mal ein kleines Gerüst. Da! Und dann läuft das. Ja, da! Da ist er! Der Hühner Schrecker. So, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, dass ich meine Kamera anhabe. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Die ist auch voll dunkel. Tut mir leid. In der nächsten Folge ist die Kamera wieder weg. Vielen Dank und bis denn. Jo, tschüss.